am the Reaper. Sieht ein bisschen nur strange aus. Was bringt denn die Kurbel? Und jetzt wieder hoch. Gut. Und wir haben nichts. Hä? Gut. Oder nicht gut? Das ist ja die Frage. Okay. Locker easy. Ah, das Querschiff. Halt, vielleicht, ich wollte mich doch noch umsehen. Ach, egal, komm. Mach mal jetzt einfach. Oh, hier ist es hell. Cool. Ja. Super. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Okay, so hat also Alexander die Taten begründet. Einfach gesagt, das sind alles Monster und Verbrecher und ja. Was ist denn da oben? Also der Sound wird auch nicht mehr ruhig, muss ich feststellen. Oh, sowas. Oh, eine Schnur. Oh, Notizen zur Folter. Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktion der Opfer sehr unterschiedlich sein würde. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke die erwartete weit übersteigen. Wurde der Wille des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist. Die Art der anzuwendenden Foltermethoden zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden. Also, ja, nicht in Packungen, sondern in Dosen. So eine Dose Schmerz. Lecker. Wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen. Dann warten, bis der Schmerz vorüber ist, dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximale gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist
ist Amnesietrank zu verabreichen. Okay, warum Artikel braucht man nicht? Und es später neu zu versuchen. Mhm. Ja, kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Das mit dem Amnesietrank. Oh, jetzt hat meine Tastatur. Oh. Jetzt bin ich wieder drauf. Jetzt ist alles wieder gut. Jetzt ist wieder alles supi-dupi. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse? Oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie. Ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einer Tablette präsentiert haben wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Tun. Ja, das Spiel hat so ein paar komische Übersetzungsfehler. Aber nur ein paar. Und es tut jetzt im Spiel nicht unbedingt weh. Es ist ja jetzt halb so wild, deswegen. So. Okay. Aber jetzt mal abgesehen von dem, ist hier nichts weiter irgendwie Nützliches. Nicht wirklich. Super. Wieso muss ich jetzt aufs Klo? Bestimmt Angst-Pipi. Guck ich da noch rein? Na gut. Ich habe keine andere Wahl als die dunklen Gänge zu erforschen. Das ist dunkel, das ist dunkel und da ist es dunkel. Gut. Aber wir haben ja Mittel dagegen. So. Ja, das passt. Wow. Was ist? Ja, erstmal die Atmosphäre kaputt machen. So, wir haben das erste Stück der Kugel. Das ist doch schon mal gut. Und ich glaube, ihm geht's gerade nicht so gut hier. Deswegen schnell wieder verlassen. So, er wollte gerade sagen, warum benutze ich das Teil eigentlich noch weiter? Bin ich denn total bekloppt? So, an sich kann ich die Tür zumachen. Es wird nicht mehr länger benötigt. So, und wahrscheinlich dasselbe im Grün. Das. Da ist ein Besen. Wieder eine Kugel. Was kann ich denn hier machen? Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Was zur Hölle? Okay. Das klingt böse. Habe ich jetzt da hinten was verpasst? Schon irgendwie. Oder? Kurz mal rüberrennen. Immerhin habe ich es erleuchtet. Das sollte ich mir dann geben dürfen. Ja doch, sollte ich. Da oben einen Schluck Tee. Der Brandstifter schrie, als er langsam gefehlt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen der Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet.
Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Okay. Zwei Teile. Tsch. Dann bleibt nur noch der Raum hier. Und ich renne es jetzt so durch. Das ist alles nicht mehr sehr gesund. Punkt. 3. Der Vergewaltiger hing kopfüber, seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen den Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Was zur Hölle? Okay. Alles wieder gut. So, wir haben 3 Stück der Kugel gefunden. Wir sind die Besten. Alter Schwede. That game. So. Sie passen nicht zusammen. Aber cool, in allen bunten Farben. Wie Smarties. So. Hauptschiff. Ich weiß ja, dass es bei Amnesia mindestens 2 Endings gibt. Allein der Soundtrack hat mich da schon gespoilert. Ich werde gucken, oder ich will versuchen, da ich gesehen habe, dass man die Autosaves... Ah, I do get it. You seem to have found all the ore pieces used in the transfer. Go to the choir and find the rest. Ich weiß, es gibt 2 Endings und ich hoffe, ich kann... eventuell dementsprechend eine Safe laden, sodass ich beide Endings im LP zeigen kann. Wäre cool. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Hey, das ist ja voll der clevere Zug, ey. Na, ich glaube, das bringt nichts. Ich sag nochmal. So. So, dann untersuchen wir hier mal alles. Da mal wieder so eine Dose. Du setzt dich mal beiseite. Nein. Sehr gut. Nein. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politische Vorstellung zu. Während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Was? Entschuldigung. Ich lese es kurz mal vor. Beim Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu. Während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Tuten tun. Keine Ahnung, hä? Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie denken schweigend... Entschuldigung, das weiß ich. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben und auch wie sie werden älter und dahinscheiden, während ich derselbe bleibe, nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. So, oh, Agrippa beeinflusst Vaya. Vaya verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengung an. Und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine eigene, einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Entschuldigung, kurz nochmal einen Schluck Tee.
Schönes Game. Weyer behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber zuerst Agrippa geben, damit er auch helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun, aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Weyer sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lebensmittel, Lebensessenz und Tamte verabreiche. Die giftigen Pilze sollten eine lebende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplars finden. Da Altarum scheint für die Sorte fruchtbarer Boden zu sein. Boah, ich glaube, ich hole jetzt gleich meine Brille. Das geht so hier nicht, ey. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tamta hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon allein das Schreiben des Wortes mit diesem Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des Wasserbewohnenden Kerng? Wasserbewohnenden Kerng? Ich muss mit Weyer darüber sprechen. Er muss mir ein Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten.